Ja, Röhm hat sich ja selber so als einen Landsknechttypen gesehen. Also er führte ein unkonventionelles, ungebundenes Leben. Er hatte seine eigenen sexuellen Präferenzen, das ging niemand etwas an, das war seine Privatangelegenheit. Er machte seinen Leuten keine großen Vorschriften, wie sie sich benehmen sollten, ob sie viel oder wenig tranken, rauchten und welche Freundinnen sie hatten und so weiter. Das sah nun bei Himmler ganz anders aus. Der hatte einen vollkommen rigiden Charakter. Er hatte eine ganz andere Vorstellung von Männlichkeit. Das heißt, er wollte einen anderen Typ von Mann, den disziplinierten, sich selbst unter Kontrolle haltenden Mann, der wenig trinkt, nicht raucht, der ein Familienleben führt, viele Kinder hat. Und Himmler verfolgte das Privatleben seiner SS-Leute bis in die kleinste Kleinigkeit und machte ihnen Vorschriften. Und man kann das übrigens auch im persönlichen Lebensstil Himmlers und Röhms sehr gut vergleichen. Diese unterschiedlichen Entwürfe eines nationalsozialistischen Kämpfers, wenn man das so nennen will. Und diesen persönlichen Gegensatz hatte natürlich einen politischen Hintergrund, weil Himmler seit Anfang der 30er Jahre den Eindruck erweckte, dass dieser schwarz gekleidete, schwarz uniformierte Typ, dieser Disziplinierte, der sich selbst unter Kontrolle hat, natürlich wesentlich geeigneter ist, nationalsozialistische Prinzipien durchzusetzen und auch benutzt werden muss, um diese Masse dieser braunen Trunkenbolde und Raufbolde unter Kontrolle zu halten. Also man sieht hier sehr gut, wenn man die beiden Typen vergleicht, wie diese persönlichen Charakterzüge auch gleichzeitig sozusagen zum Vorbild und zum politischen Programm für diese Massenorganisationen erklärt wurden.